Venture? Ja. Soll ich was sagen? Ja, gleich, warte, ich tue es ein bisschen total noch machen. Ja, es interessiert mich die Grundidee vom Film, was es für dich ist. Ja. Na, es ist so die Idee, wie wenn man eine Reise durch einen Nebel macht, mit der Hoffnung, dass sich dieser Nebel einmal lichtet. Es gibt bei dem Kordobieski gibt es also ein schönes Bild über die Aufklärung. Ja. Da war die Idee, dass die Leute durch einen finsteren Wald gehen und dann kommen sie vorne auf eine Lichtung. Und diese Aufklärung war ja eigentlich ein Ort von Lichtreligion. Ja. Das ist das klare Licht, Illuminoso. Ja. Und vielleicht sind wir wieder in so einer Situation einer Unklarheit. Ich habe den Eindruck, es ist so, wie wenn auf einmal Dinge, die an selbstverständlich vorgekommen sind, die also einen Untergrund gegeben haben, die so einen Hintergrund gegeben haben, auf einmal aufbrechen. Also man kann von der ökonomischen Seite anfangen und kann sagen, 2008 war ein relativ grundlegender Einschnitt, der, jetzt mal ganz platt gesprochen, zustande kam in der Tat durch das Ende einer Blase. Entscheidend ist jetzt aber weniger meiner Einschätzung nach dieses Faktum als solches, als eher die Antwort darauf. Und die Antwort darauf besteht, in wenigen Worten gesagt, darin eine neue Blase zu eröffnen. Dass das etwas ist, was bei einem großen Teil der Bevölkerung den Eindruck hervorruft, erstens, die Politiker haben die Kontrolle verloren über die Situation, und zweitens, sie spielen uns eine heile Welt vor, die so gar nicht existiert. Es ist eine illusionäre Politik. Es ist eine in dem eher negativen Sinn dann auch eine utopische Politik, bei der die Mehrzahl der Leute irgendwo auch zu Recht das Gefühl hat, irgendwo geht es am Ende auf unsere Kosten. Aber das will uns keiner sagen. Und deswegen ist eben auch die Suche nach anderen politischen Richtungen, nach anderen politischen Kräften, die wenigstens mal sagen, was Sache ist. Das müssen jetzt nicht Rechtspopulisten sein. Es können aber Rechtspopulisten sein. Gerade dann, wenn die liberalen Kräfte die wirklichen Probleme leugnen, dann ist es schon mal, unabhängig von allen weitergehenden Fragen, etwas, was die Leute anspricht, wenn das Problem einfach mal ernst genommen wird. Also ich würde sagen, das, was mich im Moment am meisten bewegt, ist, dass wir es einfach mit einer neuen Qualität von Rechtspopulismus zu tun haben. Rechtspopulistische Strömungen, die gibt es schon seit ganz langer Zeit. Die Strömungen im Alltagsbewusstsein sind seit langer Zeit bekannt, von Soziologen gut erforscht und so weiter. Aber das, was wir jetzt haben, dass ein bekennender Rassist und Rechtspopulist Präsident der westlichen Hauptmacht Nummer 1 wird, das ist ein Signal. Und ich glaube, wir müssen entschlüsseln, was das für ein Signal ist. Wenn man es versucht zu benennen, muss man einfach nur sagen, es hat eine Veränderung stattgefunden. Ich glaube, das ist das, was die Leute so beunruhigt. Es hat eine Veränderung stattgefunden. Es findet tatsächlich Veränderung statt. Wir haben ein Sensorum dafür, wenn plötzliche Brüche, abrupte Brüche passieren. Nicht? Aber was in dem Fall war, das war so eine Art subkutane Veränderung und die man eigentlich erst realisiert oder merkt, nachdem sie erfolgt ist. Das heißt, man hat sozusagen den
Progress gar nicht mitgekriegt. Und ich glaube, das ist das, was dieses Gefühl erzeugt, von dem Sie jetzt gesprochen haben, mit diesen ganzen Metaphern. Also deswegen würde ich dem Gefühl da nicht so trauen, sondern mir denken, es hat tatsächlich eine massive Veränderung stattgefunden. Dinge, wo wir eigentlich dachten, die sind erreicht und da gibt es keinen Weg mehr zurück. Da muss man jetzt leider mal konstatieren, das scheint nicht so zu sein. Also dass Menschenrechte in Frage gestellt werden können, auf eine Art und Weise, wie sie derzeit in Frage gestellt werden, dass jemand in den USA mit einem klaren weißen Identitätswahlkampf, einem rassistischen, sexistischen Wahlkampf eine Wahl gewinnen kann, hätte ich nicht für möglich gehalten, noch vor einem Jahr. Das, darauf zielt es eigentlich ab, dass so Sachen, dass in Deutschland die AfD zum Beispiel die Religionsfreiheit von Muslimen in Frage stellt. Das sind Sachen, wo ich gedacht habe, dass wir sind so weit gekommen, das gilt. Man muss genau im Auge behalten, was sich gegenwärtig verschiebt. Also ein wichtiger Punkt, dass sich die Auseinandersetzung um soziale Sicherheit, die mit der Prekarisierungsfrage eingesetzt hat, dass die verschoben wird im öffentlichen Diskurs in eine Frage öffentlicher Sicherheit. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der gegenwärtig im Gange ist. Und der kommt eben nicht nur von den Rechtspopulisten. Die sind die Treiber. Sie sind deshalb die Treiber, weil man die, würde ich sagen, solidarischen Mehrheiten in den Medien nicht sieht. Die haben keine Öffentlichkeiten. Die vielen, die helfen, das still machen, die auch kritische Fragen an den Staat stellen, weil sie das Engagement ohne Unterstützung nicht durchhalten können auf Dauer. Ja. Die sieht man nicht. Die politische Initiative liegt bei den Rechtspopulisten. Die Politiker, selbst die Linken, haben Angst, da offensiv in die Auseinandersetzung zu gehen, die offensiv zu führen, weil sie glauben, sie verlieren sie. Stattdessen haben wir sozusagen die Grenzgänger wie Sarah Wagenknecht, die ihre eigenen Parteien Bärendienst erweist, indem sie immer wieder mit Argumenten spielt, die sozusagen auf der rechten Seite Anklang finden, Obergrenzen für Geflüchtete, das Verwischen zwischen Asyl und anderen Migrationsgründen, diese Geschichte mit Merkel, die angeblich schuld ist an der Flüchtlingskrise und so weiter. Ja. Und obwohl alle wissen, jeder, der darüber nachdenkt, weiß, es kann keine absolute Sicherheit geben. Ja. Auch die Fußfessel für Gefährder wird nicht die absolute Sicherheit bringen. Diejenigen, die diesen Pfarrer umgebracht haben, da gab es jemanden, der eine Fußfessel hatte, ja, von den IS-Attentätern. Niemand redet darüber, dass sich Flüchtlinge offenbar radikalisieren, während sie hier sind. Warum eigentlich? Ja? Woran liegt das? Dafür gibt es viele Gründe, mit denen umgesprungen wird, dass die sich radikalisieren. Ja? Darüber wird nicht gesprochen und es wird sozusagen eine Scheinsicherheit produziert, die aber die Verhältnisse im Grunde schlechter macht. Wenn du jetzt von deiner Warte als Linguistin über den Rechtspopulismus oder über die aktuelle Situation nachdenkst, was wäre da so das Wichtigste? Also das eine, was auffällt, sind, denke ich, noch signifikantere Tabubrüche, als wir sie vorher kannten. Ich denke da an Trump vor allem, wo es eigentlich schon völlig egal ist, was er sagt. Trump erinnert mich manchmal an den Charlie Chaplin, den großen Diktator, so in den letzten Szenen, wo er Chaplin für Hitler gehalten wird und eigentlich nichtssagende Begriffe von sich gibt und halt die gewohnte Gestik, ja, Stronk, Honk und so, und die Leute jubeln. Ja. Und in gewisser Weise, also diese Vermischung von Demagogie, Entertainment und rechtspopulistischer Rhetorik, das ist schon neu. Das heißt, eine Ausdünnung eines Wahrheitskonzeptes und einen Verlust über die Wahrheit wahrhaftig zu reden. Ja? Und am Schluss ist dann etwas, was man jetzt dann populär nennt, ein postfaktischer Zustand. Wie geht das überhaupt? Also, oder wie kann man das verstehen, dass sowas Anklang findet? Als Sokrates seine Verteidigungsrede in Athen gehalten hat, ganz im Eingang, da beschreibt er diese berühmte Formel, was das eigentlich heißt. Ich weiß, dass ich nichts weiß, dieser berühmte sokratische Spruch. Und Sokrates macht eine Differenz nach zwei Seiten hin auf und sagt, mein Wissen und meine Weisheit ist nicht Wissen und Weisheit der Götter.
ich bin nur ein Mensch. Diese Vollkommenheit habe ich nicht. Also da bin ich bruchstückhaft. Aber ich bemühe mich auch nicht so zu sein, wie das bei Menschen möglich ist, dass nämlich Schein und Sein auseinanderfällt. Und es gehört eben zu den schwierigsten Dingen des Menschseins dazu, dass der Mensch ein Wesen ist, das bei dem wirklich Schein und Sein in dieser Radikalität auseinanderfallen. Und in den wiederum letzten 150 Jahren etwa ist das, was man irgendwie nennen kann, so das Aufkommen von Phrase, von Illusion und Schein in einem solch hohen Maße kulturell wirksam geworden, dass es wirklich kulturgefährdend ist in dem Sinne. Würden Sie es als Bruch beschreiben, was jetzt gerade passiert in Bezug auf Rechtspopulismus, politische Situation, oder ist es eher so ein Trend, der absehbar war für Sie? Für mich ist es so, dass ich immer schon davon ausgehe, dass diese Gesellschaft, diese Kultur schon tot ist. Und dass es nie dazu gekommen ist, diesen Zustand einzugestehen und daraus einen Weg herauszufinden, in dem durchgearbeitet wird, wirklich psychoanalytisch durchgearbeitet wird. Was war das jetzt bis, sagen wir, in die 80er Jahre? Und ich halte die 80er Jahre für einen wirklichen Bruchpunkt, an dem die Verwirtschaftlichung sich an die Spitze der Welt gesetzt hat und Trump ist nur das Ende davon oder sagen wir mal der neue Anfang von etwas ganz besonders anderem. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir in einer lebendigen Kultur leben, sondern unsere Aufgabe wäre, und das ist jetzt die ich für mich hier erfülle, das Durcharbeiten des Zustands und der Versuch, daraus irgendwie lebendig herauszukommen. Ich denke, man kann eine sehr große Klarheit haben über diese Art des Denkens, das eben diese Rechtspopulisten präsentieren. Und wenn man diese Denkart ernst nimmt, dann gibt es in dem ganzen Denken eine eskalierende Spirale. Und diese Spirale hat sehr viel Gefährdungen für die Gesellschaft. Ja, Nebel ist nicht schlecht, weil im Nebel sind viele Leute orientierungslos, geraten manchmal auch in Angst und fangen an, sich an etwas anzuklammern. Wenn sie dann in der Nähe vielleicht ein Geländer sehen oder glauben, einen Weg zu sehen, dann klammern sie sich etwas kurzfristig an etwas an vielleicht, nicht? An einen Ausweg. Ne? So, das passt ganz gut, glaube ich. Es hat wirklich niemand in meinem Umkreis erwartet, dass es zu dem Brexit kommt. Mhm. Also nicht einmal die pessimistischsten, wirklich sehr bewanderten Politikwissenschaftler oder politischen Ökonomen oder so. Also das war komplett unerwartet und sogar in Lancaster, also der Stadt, die ich wirklich dachte, dass ich sie so gut kenne, haben mehr als 50% für Brexit gestimmt, obwohl die dort wirklich von der Universität leben. Ja. Und da ist zum ersten Mal diese Schere aufgegangen, also mir so bewusst geworden, zwischen den Generationen, zwischen den Migranten und den sozusagen autochthonen Engländern, ja. Zwischen gebildet, ungebildet, Frauen, Männern, ja, also Stadt, Land, also diese nicht mehr rechts, links und links, rechts, sondern völlig andere Trends sind da klar geworden. Aber es war eine
totale Erschütterung. Im Nebel sind ja viele Dinge, gibt es ja nicht so, dass die Komplexität der Welt weg ist, wenn es neblig ist. Wir sehen sie nur nicht. Mhm. Ja? Und das ist vielleicht ein zweiter Aspekt, dass die Anforderungen in dieser Landschaft, dieser Lebenslandschaft, die hinter dem Nebel sind oder kurz mal aufscheinen in dem Nebel, dass die so komplex sind und widersprüchlich, auch die Erwartungen, die an Menschen gerichtet werden, die Teilidentitäten sind so widersprüchlich und fragmentiert, dass sich viele danach sehnen, in dieser hellen Welt, ja, in die sie dann angeblich kommen, dass sie dort auch wieder wissen, was wichtig ist, ja? Dass sie dort auch wissen, wo sie hingehören, nicht? Dass sie dann auch ein Gefühl von Erleichterung haben, Größe, nicht? Da sehen sie sich selber auch und in einer Welt, in der sie eine Bedeutung haben, nicht? So. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass es eine Art populistische Lektion gibt, die wir auch lernen müssen, sowohl, dass es eine Lektion gibt, als auch, wo deren Grenzen sind. Ich glaube, das Wichtige ist, dieses Angebot, dieses identitäre oder Identitätsangebot, ja, das emotional hoch aufgeladen ist, dass das so wirkmächtig ist. Und deswegen funktionieren ja auch alle Aufklärungsbestrebungen nicht. Also das hat man ja auch gesehen bei Trump in Amerika. All die Versuche, wo man gesagt hat, ja, das sind alles Lügen, das sind Fake News. Man kommt nicht dagegen an mit Aufklärung, weil es immer eine emotionale Botschaft ist. Ich glaube, man muss verstehen, es gibt ja dieses Buch, das so eine große Karriere gemacht hat, von Benedict Anderson über die Nation als Imagined Community, als imaginierte Gemeinschaft. Mhm. Und was ich so spannend daran finde, ist, sagt, die Leute leben oder haben gelebt in einer Nation, als ob sie die anderen kennen würden. Das hat sozusagen dieses Aufgehobenheitsgefühl gemacht. Natürlich ist das eine Fiktion gewesen, aber es war eine sehr funktionierende Fiktion und sie war sehr wirkmächtig. Und ich glaube, dass dieses Moment des sich Wiedererkennens in einem Typus, das war sozusagen die Grundlage für diese Imagination der Nation. Also es war ein Modus, wie man in Massengesellschaften Bindungen herstellen konnte. Es gibt also Teilidentitäten, die Identität ist fragmentiert, die Dinge gehen nicht zusammen, ja? Und die Leute haben alle einen Wunsch nach einer ganz einfachen Identität. Dass, wenn ich mich jetzt nur noch darauf besinne, dass ich Protestant bin oder Katholik oder Hindu, nicht? So wie das jetzt in Indien übrigens gerade wieder ist, unter dem Ministerpräsidenten Modi, und das dann verbinde mit einer Abgrenzung gegen die anderen, also gegen die Muslime oder gegen die Nichtchristen, man kann dann so eine Einfachidentität hervorziehen, stilisieren und den Menschen sagen, wenn ihr daran glaubt, wenn ihr das hochhaltet, die anderen Teilidentitäten zurückstellt, ja, dann wird alles gut. Das ist also richtig eine Heilserwartung, kann man sagen. Ja. In Verbindung, nicht? Und das ist auch die Verkündung einer einfachen, irgendwie auch leuchtenden Welt, in der ich meine eigene Identität als Teil eines Kollektivs dann auch bewundern kann. Ja. Let's make America great again, oder Österreich zuerst oder Deutschland zuerst oder irgendwie sowas. Auf der gesellschaftlichen Ebene gibt es ja eine Unzufriedenheit. Ich nenne es jetzt einmal so. Also eine Unzufriedenheit, wo man denkt, Dinge müssten anders gemacht werden. Ja? Und die Frage ist halt, wie kommt man auf einer gesellschaftlichen Ebene zu konstruktiven Lösungen aus dieser Unzufriedenheit heraus? Ja? Und das ist, glaube ich, enorm schwierig, ja? Weil
diese Unzufriedenheit, die man verspürt individuell, hat ja oft auch mit anderen Gruppen in der Gesellschaft zu tun, wo man sich ja selber auch denkt, ja, an denen liegt es. Ja. Mhm. Also ich habe es so erlebt in der Welt, also in der Finanzkrise, also wo ich eine Wut richtig gehabt habe auf Banker, ja. Mhm. Auf diese unverschämten Machenschaften der Banker, ja. Wo man sich dann selber auch irgendwie so die Frage stellen muss, vereinfache ich da jetzt nicht zu sehr? Ich muss mal an die Situation denken unter Bush, wo ich in Amerika war, 2008 in Washington DC, wo die großen Demonstrationen waren, Bring Our People Home, die damals dann ja auch die Veteranen organisiert haben, die Vietnam-Veteranen, und damit ja ein deutliches Signal gesetzt wurde, dass das quer durch alle Gesellschaftsgeschichten geht. Und als wir dort demonstrierend Richtung Kapitol gezogen sind, war eine ganze Spalier eben von Republikanern, und mir ist in meinem Leben noch nie ein solcher Hass begegnet. Von Familien, von Leuten, die aufgereiht sozusagen da standen. Und auch der Hass dann auf der anderen Seite, der Marschierenden. Und ich sagte, wie will dieses Land das noch in irgendeiner Weise sozusagen vermitteln? Wo sind die Kräfte zu sagen, also wenn man eine freie Meinungsäußerung und so, woher kann dieser abgrundtiefe Hass eigentlich kommen, der da nicht in Gewalt sozusagen umgeschlagen ist? Und dann, was Richard Sennett eben schon in den 80er Jahren sagt, dass man meint, dass diese ganze Atmosphärische sozusagen sich in einer Person zu sagen, also dass eine Person als Heilsbringer also gesehen werden kann, das besorgt mich. Also es ist weder jetzt, ist nicht alleine dieser Mensch sozusagen, sondern wie kann ein Kontext entstehen, wo ja auch demokratische Freunde sozusagen auch verzweifelt melden, sagen, sie haben keine gemeinsame Basis mehr zu sprechen. Mhm. Und dass sich das zwischen Familien zieht, dass sich das zwischen Städte, Stadtteile zieht und so weiter. Und das in dem Sinne wirklich postfaktisch ist, dass man keine gemeinsame Gesprächsbasis sozusagen mehr findet. Da gibt es jedenfalls das Bild, die da oben richten sich's. Okay. Ja. Es gibt das Bild, das ist auch sehr dominant, würde ich sagen. Ja. Also auf der gleichen Ebene von Menschen, die eben materiell schlecht gestellt sind, ob sie jetzt im Berufsleben sind oder eben Arbeitslosengeld beziehen, Mindestsicherung beziehen, ja. Sie vergleichen sich immer auch untereinander, insbesondere mit Menschen, die von woanders her kommen, ja. Insbesondere in dem letzten Jahr mit Menschen, die auf der Flucht sind, wo man da dann oft Sätze hört wie, die bekommen ja alles, oder die bekommen genauso viel wie ich, zum Beispiel ein Mindestsicherungsbezieher, ja. Und der hat noch nie etwas geleistet für dieses Land. Mhm. Ja. Also man vergleicht sich sozusagen auch auf dieser Ebene miteinander, und dort entsteht das Bild von, da gibt es Gruppen, die werden bevorzugt, und ich gehöre auf jeden Fall zu denen, an die nicht gedacht wird. Und die hinten dran sind. Ja. Für mich ist diese imaginäre Revolte des neuen Rechtspopulismus imaginär deshalb, weil sie Herrschaftsverhältnisse ja nicht verändern, sondern eigentlich konservieren will. Für mich ist das ein Zeichen, dass das, was wir neoliberale Globalisierung genannt haben, definitiv zu Ende ist. Mhm. Nicht im Sinne, dass es keine Kontinuitäten gibt. Wir haben tatsächlich nach wie vor entfesselte Finanzmärkte, deregulierte Finanzmärkte als ein Beispiel, die hoch krisenträchtig sind. Aber als ein Wachstumsprojekt ist es zu Ende. Wenn ich es komprimiert oder sehr zugespitzt formulieren müsste, könnte man sagen, die neoliberale Globalisierung wird repulsiv. Das heißt, ihre Folgewirkungen schlagen auf die Zentren zurück, in Gestalt von Finanzmarktrisiken, in Gestalt von Fluchtbewegungen, in Gestalt von ökologischen Gefährdungen und Bedrohungen, in Gestalt eben auch dieses neuen Rechtspopulismus. Ja. Also sowohl die Form, die Formen des Politischen, ich glaube, das, und das hängt mit dem zusammen. Mhm. Ich glaube, dass wir zum Beispiel nicht mehr Subjekte sind, gerade wegen dem, wie wir uns selbst verstehen,
die zum Beispiel Subjekte von Massenparteien sind. Deswegen bin ich sehr skeptisch all diesen Formen gegenüber, die versuchen, sozusagen zurückzugreifen und das wieder aufzunehmen. Ich glaube, das lässt sich nicht zurückgreifen. Ich glaube aber auch, das muss man übrigens sehen, ich glaube auch, dass die Populisten eben nicht wie die Faschisten funktionieren, weil die finden ja auch nur diese Subjekte vor, die wir heute sind. Mhm. Das heißt, es sind keine Disziplinarinstitutionen, die populistischen Parteien. Es sind keine Funktionen, die aus den Leuten sozusagen gleichgerichtete Parteigenossen machen. Mir fällt da der Neurobiologe Hüther ein und er sagt, am glücklichsten sind wir, wenn wir einerseits uns lebendig fühlen, in unserem Körper auch autonom, und andererseits verbunden fühlen mit anderen, mit einem Individuum oder mit einer Gruppe. Das ist ein super Gefühl, nicht? Wenn also Autonomie und Verbundenheit zusammenschwingen, wie bei Verliebten, ja, ist ja auch beides. Und das gibt es aber offenbar auch so eine Verliebtheit oder Quasi-Verliebtheit in großen, schwingenden Gruppen. Also das hat Freud ja auch analysiert in Massenpsychologie und Ich-Analyse, wo ja deutlich wird, dass in dieser Quasi-Verliebtheit in Bezug auf den Führer oder auch ein Ideal, ein wunderschönes Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, Begeisterung, aber immer oder fast immer auf Kosten einer entwerteten Gruppe außerhalb. Das gehört zu dieser Art von Zusammengehörigkeit leider oft dazu. Also der Ausschluss schwingt immer mit, die Drohung des Ausschlusses neben dieser populistischen Verliebtheit. Ich war schon auf AfD-Veranstaltungen, wo ich das Gefühl hatte, da kommt auch so eine Wut und so ein Hass zusammen, dass das nur noch ganz wenig braucht, bis sich das irgendwie anders äußert. Also bis es nicht darum geht, wo mache ich bei der nächsten Wahl mein Kreuzchen, sondern haue ich vielleicht auch einmal einen vor die Mappe oder so oder Schlimmeres. Mhm. Also dieses Atmosphärische, das ist nicht bei jeder Veranstaltung so und sind auch nicht alle AfDler, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es gibt solche Situationen. Dieser Parteitag in Essen zum Beispiel, als es darum ging, den Lucke abzuservieren, das war eine wahnsinnig aufgeheizte Stimme, das hatte sowas von Mob. Mhm. Und das fand ich ganz furchtbar. Und dann kamen ja auch diese ganzen islamfeindlichen Sprüche und so, das nahm danach total zu. Und das ist wirklich was, was mir ganz viel Sorge macht. Mhm. Dann ist es das, was ich vorhin schon sagte, dass ich diese Gefahr sehe, dass es nicht nur die AfD gibt, sondern die anderen Parteien da diesen Schwenk mitmachen bis zu einem gewissen Grad, aber sich damit einfach das gesellschaftliche Klima verschiebt, was für mich jetzt natürlich keine ganz unmittelbare Gefahr ist, aber für andere Gruppen ja durchaus. Also Leute mit Migrationshintergrund, denen man das ansieht, da wird ja berichtet, dass es durchaus mehr Übergriffe gibt, mehr verbale Beleidigungen, mehr Ausgrenzendes. In so einer Gesellschaft will ich nicht leben. Das macht mir Sorgen. Gleichzeitig denke ich aber auch, diese Demokratie muss doch so stark sein, dass sie damit fertig wird. Also ich denke schon, die 2008er Krise unterscheidet sich von allen vorhergehenden, zumindest dadurch, dass sie nicht mehr eine Krise war, die irgendwo am Rande der Welt stattgefunden hat, sondern es war eine Krise, die ganz direkt in den Zentren stattgefunden hat. Im Kern. Also die USA waren betroffen, Europa waren betroffen, die industrielle Welt war im Kern betroffen. Das ist so das Erste. Insofern konnte man die Krisenlasten auch nicht einfach nach außen abwälzen, sondern die Krisenlasten müssen in gewisser Weise intern getragen werden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es keine wirkliche Krisenanalyse gibt. Aber anstelle der Krisenanalyse gibt es quasi eine Beschuldigung. Die Griechen und die Portugiesen, die haben über ihre Verhältnisse gelebt und die ganzen Vorurteile, die dann dadurch bestärkt wurden. Und das Zweite ist dann, seht doch, wozu das führt. Wenn man sich so und so verhält. Und das ist im politischen Diskurs, zumindest in Deutschland, denke ich, sehr klar benutzt worden als quasi Drohkulisse. Nein, in die Richtung darf man nicht gehen, sondern man muss
was in Deutschland immer die zentrale Rolle spielt, internationale Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten. Es wird teilweise als Legitimation dafür benutzt, um bestimmte sozialstaatliche Leistungen zusammenzuschneiden, zu kürzen. Und gleichzeitig tritt eine wirklich allgemeine Verunsicherung dadurch ein. Nee, ich glaube, dass man auch ganz stark verstehen muss, dass der Sozialstaat, dass der nicht nur ökonomisch relevant war, sondern dass der auch auf dieser symbolischen Ebene eine stark integrative Funktion gehabt hat. Und nämlich die Würde kommt nämlich auch daher, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie einen Anspruch haben. Also ich glaube, dass dieses Moment, dass sie Bürger sind, dass sie als Bürger gleichwertig sind und dass sie Ansprüche haben, dass die Würde einfach aus solchen Momenten kommt. Und deswegen fand ich, und deswegen ist das Reden über den Sozialstaat immer gebunden an dieses Identitätsmoment. Ich frage mich, wenn man jetzt auf diese schleichende Entsolidarisierung, heißt ja auch immer, dass sprachliche Kontexte fehlen, indem man die Differenziertheit von einer Problematik nicht mehr darstellen kann. Und ich denke, das hat uns wirklich der Neoliberalismus ja angewöhnt, ob das jetzt Markt oder Staat auch immer ist, dass man sagt, es sind einfache Kategorien, in denen etwas zu lösen ist. Und es ist ein Entweder-Oder. Und gerade in Friedman, Hayek und so weiter haben es ja geschafft, alle sprachlichen Formen, die auf soziale Interaktionen, die auf die Dynamik eines sozialen Geschehens zielen, dass die ja systematisch ausgeschlossen sind. Und eine, jetzt zum Beispiel eine Flüchtlingsproblematik lässt sich meines Erachtens sich in einer dualen Kategorien ja gar nicht lösen oder gar nicht ansprechen oder überhaupt nicht Lösungen sozusagen zu suchen. Im Berufsleben wird man wahrscheinlich sagen können, dass du in den letzten 10, 20 Jahren, also das wäre so der Zeitraum, den ich überblicken könnte als Psychotherapeut, doch massive Veränderungen stattgefunden haben. Ja. Und zwar in der Weise, dass sowas wie Leistungsdruck mehr geworden ist, dass Arbeitnehmer mehr zu einer Manövriermasse geworden sind für Unternehmen. Ja. Das heißt, Kündigungen passieren relativ leicht, offensichtlich. Ja. Und das geht natürlich hin bis oder dorthin, wo man sagen kann, dass sowas wie Anerkennung am Arbeitsplatz verloren gegangen ist. Mhm. Ja. Und dass das natürlich in manchen Fällen sich dann ausprägt in Situationen, wo Menschen sich wirklich gekränkt fühlen. Mhm. Ja, im Zusammenhang mit dem Arbeits- oder Berufsleben. Und da sind wir natürlich dann schon sehr massiv bei dem, wie man so etwas psychisch verarbeiten kann. Die Menschen haben ein Gefühl, dass sie ausgetauscht werden können. Dass sie ausgetauscht werden können gegen Leute, die mit der Technik besser zurechtkommen, die vielleicht auch jünger sind, leistungsfähiger, die Computer besser verstehen, also eine Austauschbarkeitsangst. Und die wird interessanterweise auch angesprochen, aber im Zusammenhang mit anderen Bevölkerungen. Nicht? Das ist ja so die Fantasie der Rechtspopulisten, ist ja, oder das, was die Rechtspopulisten verbreiten, ist die Fantasie, ihr sollt ausgetauscht werden gegen andere Bevölkerungsgruppen. Eine Austauschbarkeitsangst, die kommt aber eigentlich woanders her, vor allen Dingen können. Die kommt von der ökonomischen Austauschbarkeit, die irgendwo auch so alt ist wie der Kapitalismus, in Bezug auf die Lohnarbeiter, die Abhängigen nicht. Und jetzt erleben wir das im rechten Populismus, dass diese Ersatzdrogen von Identität, die nationalistische oder auch religiöse Ersatzdroge, sozusagen zur alleinigen und Hauptnahrung für ein gutes Selbstwertgefühl erklärt wird von irgendwelchen Demagogen. Im Grunde läuft diese Aufblähung dieser einen großen Identität als Angehöriger einer Religion oder einer Nation oder von beidem, läuft eigentlich
darauf hinaus, dass kriegerische Lösungen plötzlich wieder möglich erscheinen oder sogar gewünscht werden, unbewusst oder halbbewusst. Ja? Wirklich ein Clash. Ja? Das läuft auf einen Clash hinaus. Das Interessante ist eben, dass der Diskurs von beiden Seiten so ausschließlich geführt wird. Das heißt, die einen, die halt zum Beispiel die Menschenrechte betonen, und wenn jemand sagt, ja, das kann Probleme geben, da wenig zuhorchen, und die anderen, die sozusagen ganz in dieser kategorischen Ablehnung sind, ja, und das Reden, das moralische Reden über Menschenrechte vollkommen ausblenden, sondern nur sich als bedroht erwähnen und sozusagen, wir brauchen jetzt eine Mauer und wir brauchen eine Abgrenzung und damit sind die Probleme beseitigt. Das heißt, es ist ja von beiden Seiten her, gibt es ja kein differenziertes Reden. Und es gibt kein Reden über Ambivalenz oder es gibt nicht auch Reden, zum Beispiel, dass ich sage, über Ängste, dass ich einfach in einer normalen Weise über Ängste rede. Ich denke, Ängste zu haben oder ängstlich zu sein oder manchmal ängstlich zu sein, ist ja einfach eine Grundkonstitution im Menschen. Wie kann man Leben führen, ohne dass jemals ein Ort von Angst auftritt? Und wieso kann man nicht gesellschaftlich in einem ganz ruhigen Ton über Ängste reden? Also du meinst jetzt auch die Emotionalisierung auf der Seite der demonstrierten Willkommenskultur beispielsweise. Ich habe eine bestimmte Art von Gefühlslage, die wird ausgedrückt, aber es wird nicht irgendeine Ambivalenz ausgedrückt. Man sagt, wenn ich zum Beispiel jemand ein Vertreter bin der Willkommenskultur, ich verstehe auch Leute, die das ablehnen und die Angst haben vor, was sie kulturelle Überfremdung, dass sie Lebensbereiche verändern, dass ein Dorf ganz anders ausschauen kann als wie früher und so weiter. Und umgekehrt, dass jemand sagt, ich bin von dieser Sorge erfüllt und ich verstehe gleichzeitig, dass man ein Herz hat für Leute, die vor Krieg, vor Verbrechen, vor Folter fliehen, die Sorge haben um ihre Kinder, dass man so irgendeine Art von Vermittlung hätte. Ja? Aber es ist ja auch schon interessant, dass du jetzt beide Ebenen ansprichst und sagst, das ist jetzt also auf einer, ja, man würde sagen, auf einer Ich-Du-Ebene, auf einer Wir-Ebene, und dass die einen eben diese Ablehnung und den Hass haben und die anderen eben eine vielleicht undifferenzierte, was du jetzt gesagt hast, Willkommenskultur. Aber was uns sehr fehlt, ist auf einer politischen Ebene sagen, also welche politischen Lösungen gibt es, die nicht ohne Ansehen der Person sind, aber doch insgesamt auch über nationale Grenzen hinweg uns erlauben, mit etwas umzugehen, was ja definitiv da ist. Also wenn wir jetzt von der Flüchtlingsproblematik sprechen, dann ertrinken jetzt diese Leute im Mittelmeer. Sie sind in der Kälte, an den Grenzen in Osteuropa. Mhm. Und wir können das ausblenden, aber das Problem ist ja einfach da. Und jetzt zu sehen, dass es keine internationale Verständigung gibt, diese Plattform nicht gibt, und dafür ja auch Wähler nicht mehr Vertrauen schenken. Also dieses, was Richard Sennett ja beschreibt, dieses Rückzugs ins Ich, dass es um meine Emotionalität und um meine Befindlichkeiten geht. Aber ich muss es ja schaffen, als Bürger das zu übersteigen und sagen, selbst wenn es in meinem Dorf sich ändert, selbst wenn was, sondern das ist ja gar nicht, das ist nicht in dem Sinne jetzt entscheidungsrelevant, sondern es ist ein politischer Wille, den wir als Bürger gemeinsam oder repräsentativ sozusagen formen lassen. Und dass davon ja auch politische Debatten und letztlich Wahlen bestimmt sein müssen. Was sind diese Lösungen? Und natürlich ist dieser erste Schritt, ja, man muss den Wähler ernst nehmen, wer auch immer das sein soll. Es mag ja irgendwie richtig sein. Ja. Aber uns immer weiter sozusagen in unseren subjektiven Bedürfnissen, Ängsten, Wünschen, Hoffnung, Zielen sozusagen anzusprechen und auch bei der Willkommenskultur sozusagen wieder nur an das automatisch innerliches, fast wie so ein Grundbedürfnis zu appellieren, sondern wir brauchen einen politischen Willen, wir brauchen eine politische Sprache, wir brauchen das Ringen und die Erkenntnis, dass wir ein Problem haben, was wir so wahrscheinlich noch nie gehabt haben, in dieser Weltverflochtenheit, und zu sehen, wie gehen wir damit um. Zu Trump muss ich immer lachen. Ich habe in den 70er und 80er Jahren als Alleinerzieherin mein Geld für meine Kinder und mich verdienen müssen. Jedenfalls habe ich Jobs gemacht, um das Geld zu verdienen, die immer so nicht so toll waren. Es war immer
wie soll man sagen, die Aufnahmekriterien waren eher, dass ich lange blonde Haare hatte, glaube ich. Und am Schreibtisch vorne hat das auch ganz nett ausgeschaut und ich habe ganz gute Umgangsformen und kann jeden anreden, wie sich's gehört. Und ich habe eigentlich in diese Chefs, das waren Werbeagenturen, PR-Agenturen, das war alles Dienstleistungswirtschaft, alle Chefs haben sich benommen, wie Trump sich heute benimmt. Mhm. Es waren immer unkontrollierte emotionale Ausbrüche, die zu Entscheidungen geführt haben, die oft unglaubliches Geld gekostet haben, aber die für die Führungsfigur ja, befriedigend waren. Das ist schon das, woraus ich auch dieses Wissen beziehe. Und jetzt auch wirklich aus diesem knechtischen Marktwissen. Du sitzt da und der Kerl führt sich auf, ohne dass irgendjemand ihm etwas sagen dürfte, könnte, wollte. Und der tobt sich da seinen Narzissmus aus und behandelt Personen herablassend, herabwürdigend und alle müssen es hinnehmen. Mhm. Und das ist schon eine Erfahrung, die nun über 20 Jahre immer wieder geht, die schon bedrängt. Also das, ich finde das also keine gute Erinnerung. Und die Tatsache, dass nun alle sehr erstaunt sind, dass es im Boardroom so ist, wie das mit dem Herrn Trump ist, kann ich nur sagen, die ganze Wirtschaft funktioniert so. Und das sind alles kleine Generäle, ne? So in der Art. Und das halte ich für den schwierigsten Punkt an der Sache, weil das ist so eine versteckte Kultur, Umstände dieser Art von Typen ist sehr lang. Und was ich glaube, was ganz schlimm ist, ist, dass sich hinter diesen Verwirtschaftlichung eigentlich eine Christlichkeit verbindet, die nicht die Christlichkeit, also jetzt einer Religion ist, sondern die White Male Supremacy darstellt. Was erodiert, ist der Glaube an die Politik. Das ist, glaube ich, viel gefährlicher. Mhm. Also der Glaube, dass Politik wirklich wirkmächtig ist oder handlungsmächtig. Und deshalb sind so Figuren, die zumindest die sittlichen, moralischen Grenzen überschreiten, die haben so einen Moment von Handlungsfähigkeit. Mhm. Das ist völlig absurd. Ja? Mhm. Das ist das perspektivische Problem dabei, denke ich. Dass in der Tat bestimmte richtige Probleme angesprochen werden. Aber das, was als Lösung offeriert wird, ist ja keine wirkliche Lösung der Probleme. Das, was du jetzt strukturelle Probleme genannt hast, wird ja dadurch nicht tangiert. Also es werden in der Tat dann bevölkerungsmäßig den globalen Arbeitsmarkt, wo ist er, den kann ich nicht angreifen. Aber die Ausländer, die vor meiner Haustür sitzen, die symbolisieren das Ganze in gewisser Weise. Ich kann bestimmte Sachen kanalisieren. Ich kann Minderheiten dadurch in die Ecke treiben. Ich kann in der Tat dann Konflikte auch inszenieren. Und gelöst wird dadurch trotzdem nichts. Das heißt dann, es müssen eigentlich immer neue Antworten auch radikalere Antworten gefunden werden, weil die Logik der Politik beinhaltet ja, dass nicht die wirklichen Probleme gelöst werden. Das ist so eine Dynamik, die da drin ist und die ja, solange von linker Seite keine Alternative geboten wird, in der Tat dazu drängt, sich selbst zu radikalisieren. Das, was sich so im journalistischen Jargon festgesetzt hat, Angst, Abstiegsangst, das trifft es nicht so richtig. Wenn, sagen wir mal, bei einer Pegida-Demonstration Tausende durch Dresden ziehen und rufen, wir haben Angst, dann frage ich mich immer, tun das ängstliche Menschen? Ja? Ich bin da nicht so sicher. Das heißt, sie inszenieren ihre eigene Angst in der Öffentlichkeit. Das findet dann auch in der Presse wieder im Fernsehen und so weiter. Und die sehen sich und wir haben Angst. Ich frage mich, wovor haben die eigentlich Angst?
Ja? Nehmen wir mal Dresden. Ja? Oder wir könnten den gesamten deutschen Osten nehmen. Der Anteil, der Migrantenanteil, der liegt bei unter 3%. Ja? Niemand glaubt, haben wir empirisch erfragt, dass Geflüchtete tatsächlich Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt sind. Also große Mehrheiten schließen das völlig aus. Ja? Und trotzdem gibt es 25%, die sagen, wir wollen keinerlei Einwanderung. Also die Angst ist so ein Deckthema, hinter dem die Lust zu töten verborgen wird. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass es wirklich um Angst geht, sondern ich glaube, dass die Angst einfach wirklich ein Instrument ist, sich so frei zu fühlen oder sich durchzuschlagen zu dem Punkt, an dem die Teilnahme an der Lynchmasse dann total verständlich auch für eine Person selbst wird. Das ist auch ein Selbstbetrug, der da stattfindet. Und da geht es darum, dass die Zähmung wieder einsetzt, natürlich. Gibt es noch eine andere Ebene von Angst? Ja, oder bezieht sich die Angst auf was anderes auch noch? Also du meinst jetzt meine persönliche Angst? Ja, also das würde ich schon sagen. Meine Angst bezieht sich auf Erfahrungen, die frühere Generationen gemacht haben. Also konkret gesagt auch meine Eltern, die vertrieben wurden, geflüchtet sind, sonst wären sie deportiert und ermordet worden. Also sozusagen, ich kenne das aus der Familiengeschichte und ich kenne das natürlich von vielen anderen Biografien von Freunden und Freundinnen. Also dass Demagogen und Populisten an die Macht kommen, durchaus auch mit mehr oder weniger demokratischen Mitteln und sich dann sehr viel verändert und sich alles in Richtung totalitäre Regimes bewegt. Sieht man an unseren Nachbarländern, das sieht man in Ungarn, das sieht man auch schon in Polen, sieht man in der Türkei. Nun kann man sagen, Österreich ist eine verfestigtere Demokratie, ja hoffentlich. Naja, ich habe vor allen Dingen, jetzt bin ich ja schon alt, vor allen Dingen Angst, dass mein Körper nicht mehr so mitmacht, wie ich es gern möchte, dass ich nicht mehr jeden Tag spazieren gehen kann und Dinge erleben, die mich freuen. Das ist, davor habe ich erstmal Angst, das hat aber jeder, der älter wird, ja, auch zu sterben, auszusterben. Und das ist auch interessant, dass die Rechtspopulisten auf eine Art die Angst vor dem Sterben und Aussterben auch aufnehmen und sozusagen den Menschen sagen, ihr werdet bald durch andere ersetzt werden, ja, die pflanzen sich viel schneller fort als ihr, die Fertilitätsrate ist höher, sie ist übrigens bei Ausländern jetzt gerade gesunken in Österreich, ja. Also dass diese Sterbens- und Aussterbensangst, die kann man auch populistisch nutzen. Also das ist, die hat aber jeder Mensch. Ich habe, wenn ich mich politisch engagiert habe, deswegen nicht so viel Angst gehabt früher, also wie wir noch gegen den österreichischen Rechtspopulismus in Gestalt von Haider angekämpft haben, weil ich, so wie du auch, Bundesbediensteter war, also Professoren sind ja im Bundesdienst, und in Kärnten nicht diszipliniert werden konnten, also mit Karrierestoppdrohung oder irgendetwas, nicht? Und dann da war ich, so wie du wahrscheinlich auch, immer in einer privilegierten Position. Also da habe ich eigentlich, ein, zweimal habe ich Angst gehabt, dass was passiert, ja. Das, aber nicht so schlimm. Na, und ich denke, das ist vielleicht auch so, dass die Leute, denen es so relativ gut geht, also sagen wir mal Bundesbeamte oder Leute mit einer sicheren Pension, dass die sollen sich nicht so in die Hose machen, ja? Die können nicht so viel verlieren wie andere und die sollen demonstrieren, sich äußern und was machen. Also man muss nicht so viel Angst haben. Also nicht umsonst hat Ernst Bloch das Prinzip Hoffnung konzipiert gegen die Angst. Ja. Ich würde sagen, ich bin grundpessimistisch, was die Analyse angeht. Ich entdecke ganz wenig, was gegenwärtig, sagen wir mal, Anzeichen bieten würde, dass wir nicht in so einen autoritären Kapitalismus abgleiten. Der Prozess ist in vollem Gange. Das Besorgniserregendste daran ist, dass die, aus meiner Perspektive, dass die Rechtspopulisten die soziale Frage besetzen mit spalterischen
Absichten. Mhm. Das finde ich brandgefährlich. Aber der Pessimismus ist die Grundvoraussetzung für Hoffnung, gewissermaßen, der analytische Pessimismus. Also Terry Eagleton hat gerade ein Buch geschrieben über das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch, nicht, wo er bei aller Kritik argumentiert. Also nur wenn man Pessimist ist, also davon ausgeht, dass die Sache richtig schief gehen kann, gibt es überhaupt Gründe für sozusagen hoffnungsvoll zu sein, also Dinge ändern zu wollen. Weil diejenigen, die es analytisch nicht sind, tun ja immer so, als könne es so weitergehen. Als sei der Grund für die Hoffnung letztlich schon im Bestehenden gegeben. Das sehe ich überhaupt nicht. Ja. Ich bin der Ansicht, dass ohne, dass ich eine wirklich antagonistische Kraft, die in der Lage ist, die Herrschenden und Besitzenden herauszufordern, nichts Grundlegendes ändern wird. Und dass die Reise in die falsche Richtung gehen wird. Sondern wirklich scheint mir der Punkt zu sein, auf der einen Seite, sagen wir mal, ein unverantwortlicher Mut und auf der anderen Seite eine unverantwortliche Angst und dazwischen einen Weg zu finden mit einer produktiven Angst, die uns wirklich erst sehen lehrt, wo wir eigentlich im Moment stehen. Produktive Angst, nochmal vielleicht im Sinne von Günther Anders, heißt, dass es eine Aufgabe gibt heutzutage. Und er hat es genannt, die heutige Hauptaufgabe ist die Ausbildung moralischer Fantasie. Und es bedeutet, dass ich wirklich alle meine inneren Kräfte an Denken, an Vorstellungen, an Imaginationsfähigkeit üben muss, trainieren muss, um einen Entwurf von Zukunft zu machen und auch überhaupt um Gegenwart so sehen zu können, dass sie gestaltbar wird. Ich denke, es ist wichtig, diese Provokationen zu durchschauen. Also wie du eben sagst, das sind so echte Kampfansagen. Es ist ja auch sehr viel Aggression drin verpackt. Aber es geht ja oft auch darum, möglichst zu provozieren, möglichst Tabubrüche fertig zu bringen, damit man in die Schlagzeilen kommt. Ja, das ist ja Ultima Ratio, ist ja irgendwie möglichst die Medien zu dominieren und sozusagen jeden Tag die Schlagzeile zu bilden. Und ich denke, wenn man einmal diese Dynamik erfasst hat, dann kann man sich entgegenstellen, also insgesamt einmal diesem unglaublichen Stress, dieser Aufgeregtheit, die da wirklich also strategisch inszeniert wird, sieht man ja auch beim Trump, also Tweets in der Nacht. Ja? Also in Wirklichkeit müsste man 24 Stunden das beobachten. Na, hoffentlich nicht. Ja? Hoffentlich kann man sich distanzieren und Ruhe bewahren und sagen, na, schon wieder eine Provokation. Okay, danke vielmals, ich benenne sie auf der Metaebene, stelle dar, was da passiert ist und beschäftige mich mit etwas anderem. Also das ist, glaube ich, insgesamt eine ganz wichtige Strategie, mit Distanz, Ironie, auch Zynismus, Sarkasmus, Witz dem zu entgegnen und sich nicht immer in diese Dynamik hineinfallen zu lassen. Und diese Aufgeregtheit, also die letzten Monate eben auch beherrscht hat, also dass alle glauben, ununterbrochen reagieren zu müssen, täglich, stündlich, dass man dem sozusagen eine Grenze setzt und sagt, ja, wir wollen eigentlich unsere eigenen Themen verfolgen und man lässt die irgendwie einmal ins Leere laufen. Und letztlich in der direkten Interaktion, da hast du ja so viel gearbeitet, aber da denke ich, ist es ganz wichtig, immer wieder auf diese Metaebene zu steigen und zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht provozieren, jetzt werfen Sie mir was vor, was sozusagen überhaupt nicht so stimmt. Ja? Oder sozusagen eigentlich ständig bloßstellen, ja? Ständig eigentlich kommentieren, was passiert und sich nicht einbeziehen lassen. Also das einmal rein so auf der sprachlichen, da gibt es viele Untermuster. Aber ich denke auch, dass es sehr hilft, also wenn man diese Kampagne und diese Aggression irgendwie versteht, dass man nicht paralysiert wird. Ja? Und ich hatte den Eindruck, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern und Wahlkämpfen, dass da so eine Hase-Schlange-Situation entsteht. Ja? Also wo
wo Leute praktisch gelähmt sind, die wissen nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen, man wartet nur mehr ab. Und aus dieser Starre heißt es, rauszukommen. Ja. Und da hilft natürlich, wenn man irgendwie sinnvolle Dinge macht. Also ob man sich da in irgendwelchen zivilgesellschaftlichen Gruppen zu denen geht, ob man selber versucht, irgendwie was beizutragen, aber zumindest, dass man handelt, ja? Also dass man nicht in diese Schockstarre verfällt. Nee, wir hatten ja am Anfang von diesem Nebel gesprochen, der ja stark dieses Wir gegen die anderen hat, dieses Schwanken, wie Alistair McIntyre gesagt hat, von Allmacht und Ohnmacht. Und dass ich eben in meiner Bildungsarbeit sehe, auch im Aufbau der Cusanus-Hochschule, wirklich wieder die Sage, was heißt das, in dem Alltag zu begegnen? Und was heißt das, nicht andere zu verdammen? Also jetzt in der Reaktion darauf wieder und den Rechtspopulismus bei den anderen zu erwarten oder bei etwas, was ich überhaupt nichts tun kann oder was ich komplett in den Griff kriegen muss, sondern zu sehen, wo sind in unserer Wissenschaft, wo sind in unserem alltäglichen Umgang die Formen, die sich reinfressen. Da, wo ich sagen muss, das muss ich nicht tolerieren, aber ich habe auch eine soziale Situation, in der ich ringen kann mit jemand und dass Begrifflichkeiten sich klären, dass etwas anders wird und dass damit vielleicht manchmal eine Verzweiflung einhergeht, dass es nicht reichen wird, dass es sozusagen zu spät ist. Sie sagen, wir haben 30 Studenten und 60 Studenten, nächstes Jahr 100 Studenten und was soll das gegen die Masse sozusagen? Aber genau dieser Massenbegriff ist ja auch einer wieder der trügerischen und zu sagen, so wie können wir, dass ich gesagt habe, diese sozialen Praktiken stärken, die Kenntnis davon und den Menschen auch die Hoffnung geben, dass irgendwann auch genug ist, wenn sie das tun. Und dieses konsequente Eintreten im eigenen Lebensumfeld, was zugleich auch eine demokratische Wirklichkeit hat, das scheint mir wichtig zu sein. Und nicht selber jetzt wieder Kategorien von wir gegen die anderen zu erfinden, die sich gegen den Rechtspopulismus stellen, sondern ich denke, wir brauchen wirklich eine andere Lebenskultur, aus der eine andere Sprachlichkeit erwächst, die wir dann auch in globaleren Zusammenhängen auch wieder gemeinsam in Gebrauch nehmen können. Also ich habe schon manchmal kurz Einbrüche und dann bin ich sehr traurig, wie wenig aus dieser, und ich würde sie nicht selbstverschuldet nennen, aber doch Sklaverei, wie wenig aus dieser Sklaverei herauszukommen ist. Wenn rundherum niemand auch den Impuls hat, herauskommen zu wollen. Und ich glaube, deswegen war die Frauenbewegung so ein Ereignis, weil dieser Impuls große Mengen zusammengebracht hat und in diesem Impuls vereint hat. Und das ist schon das Gegenmodell zur Lynchmasse. Also wir haben schon auch zwei Massenvorstellungen, die Empörungsmasse, die sagt, wir wollen das alles nicht und wir wollen es anders. Und das ist die revolutionäre Masse und die Lynchmasse, die sich die Welt zurechtprügeln möchte. Nur die Frage ist eben, es passieren schleichende Prozesse und wie können wir die erkennen als Gefährdungen? Ja? Das ist total schön da oben. Ich habe das Gefühl, es ist ganz wichtig, den Mut zu haben, zu den ganz großen Problemen mit einem ganz, ganz klaren Blick hinzusehen. Einfach hinzusehen und das auszuhalten, zum Beispiel die Möglichkeit einer ökologischen Katastrophe, das auszuhalten, ja, dass Kriege wiederkommen könnten und trotzdem gleichzeitig nicht in Scheinlösungen zu verfallen, und nicht die Hoffnung zu verlieren. Zu sagen,
man hält es einfach aus, so wie man es halt aushalten, wäre halt gut auszuhalten. Oder ich merke, wenn ich älter wäre, einfach den Gedanken auszuhalten, man kann sterben und es kann gut sein, dass es so ist. Weil es ja in dem, wenn ich stirb, muss man alles hergeben, ja. Und im Kapitalismus ist halt die Gier, die Volkstugend. Und was herzugeben, damit ich was gewinne, also der Gedanke ist ganz, ganz schwierig. Aber vielleicht wäre gut, herzugeben, zum Beispiel, indem man halt große staatliche Investitionsprogramme zum Beispiel macht in afrikanischen Ländern, wo man halt irgendeine Hoffnung hat, ja, weil das dann die eigene Sicherheit erhöhen würde. Oder herzugeben, dass man im K-Rüstungsindustrie macht. Ja, dass ich sage, okay, auf diese Art von Arbeitsplätzen verzichten wir. Und wir schauen halt, dass wir da irgendeinen Ausgleich finden. Ja. Es ist so ein kurzfristiges Weitermachen. Die Merkel hat einmal gesagt, man muss nach der Finanzkrise auf sich segeln. Und in diesem Aufsichtsegeln vergisst man zu überlegen, wohin steuert überhaupt das Schiff. Und man hat das Gefühl, es ist unausweichlich und letztlich ist Politik immer Gestaltung. Also wenn man einen Gestaltungswillen hätte, könnte man es in jede Richtung drehen. Oder auch zum Beispiel diese zunehmende Einkommensungleichheit ist politisch gemacht, es wird politisch gestaltet und man könnte es ändern, nur gibt es überhaupt kein politisches Programm dafür.